Hallo und herzlich willkommen bei Retro Royal. Ich bin der Mike und ich werde euch durch alle 42 Titel des Mega Drive Mini begleiten. Wir werden jeden Titel in kurzen 1 bis 2 Minuten Clips vorstellen. Genug gequatscht, ab geht die wilde Fahrt. Wir starten in alphabetischer Reihenfolge und somit macht Alex Kidd in The Enchanted Castle den Anfang. Alex Kidd war das Maskottchen von Sega, bevor Sonic auf die Welt kam. Wie ihr seht, ist ein früher Titel von 1989 und Alex Kidd selber ist ein knallbuntes Jump'n'Run. Das Motorrad, auf dem er fährt, später auch das Fliegertüt, was ihr seht, das alles kaufen wir mit Geld, was er in den Levels einsammeln kann. Später im Spiel trifft Alex auf verschiedene Bosse. Die fordern ihn zu einem Stein-Schere-Papier-Duell heraus, wobei der Verlierer hops geht. Alicia Dragoon erschien dann 1992 und wurde von Game Arts für Sega entwickelt. Wir spielen Alicia, welche Blitze aus ihren Händen schießen kann, und je stärker ihr Energielevel ist, umso stärker ist der Blitz. Das Dumme nur, wenn wir ballern, sinkt das Energielevel. Deswegen müssen wir regelmäßig das Feuer einstellen und warten, bis sich das Energielevel wieder erholt hat. Neben den Blitzen hat Alicia auch vier verschiedene Drachen, auf die sie zugreifen kann. Die haben unterschiedliche Attackmöglichkeiten und sowohl Alicia als auch die Drachen können im Level aufsteigen und stärker werden. Das Spiel hat eine treue Fangemeinde, bekam gute Wertungen, war aber leider kein Verkaufserfolg. Rise from your grave. In Altered Beast, erschien 1988 als eines der allerersten Mega Drive-Spiele, spielen wir somit augenscheinlich ein Zombie. Werwolf? Welcome to your doom. Das Spiel ist eine sehr starke Automatenumsetzung, insgesamt aber nur ein mittelträchtiges Spiel. Die Level sind nicht besonders lang und ganz so viel Abwechslung erwartet euch hier auch nicht. Versteht mich aber nicht falsch, also für ein, zwei Runden ist das Ding durchaus zu gebrauchen. Und als Fun Fact, ihr findet hier Chicken Leg, das erste reitbare Mount aus Golden Axe 1. Castle of Illusion wurde 1990 von Sega veröffentlicht. In Castle of Illusion wurde Minnie von der bösen Hexe Mizrabel entführt und nun liegt es an uns, Mickey, sie da rauszuholen. Wir durchstreifen mehrere Level des kunterbunten Zauberschlosses auf der Suche nach Regenbogen-Edelsteinen. Diese brauchen wir, um den letzten Turm zu betreten und Mizrabel herauszufordern. Das hier ist Mickeys allererster Auftritt auf dem Sega Mega Drive und ein Riesenhit. Absolute Spielempfehlung.
Mit Castlevania The New Generation erschien 1994 das erste und auch einzige Castlevania, das jemals auf einem Sega Mega Drive landen sollte. Castlevania The New Generation ist die am meisten zensierteste Version, Blut fällt hier völlig aus. Wer dies ein bisschen lockern möchte, stellt sein Sega Mega Drive Mini auf Genesis um und wählt amerikanisch in der Spracheinstellung. Davon ab ist Castlevania The New Generation aber trotzdem ein großartiges Spiel. Technisch auf der Höhe der Zeit, bietet einige sehr interessante Effekte und Überraschungen, die man vorher so nicht gesehen hat, und insgesamt eine sehr klare Empfehlung von mir. In Columns von 1989 dreht sich alles um Blöcke, die von oben nach unten fallen. Die Blöcke selber drehen sich ironischerweise aber nicht. Wir können die Blöcke links und rechts platzieren und die Anordnung der Edelsteine im Block ändern. Sobald mindestens drei von einer Farbe in irgendeiner Linie zusammengehören, lösen die sich auf, die drüber stürzen runter und mit Glück lösen wir eine Kettenreaktion aus. Je mehr Kettenreaktion, umso mehr Punkte, umso mehr Juhu. Ja, ein Match-3-Spiel eben. Comic Zone aus dem Jahre 1995 verbindet geschickt das Beat'em-up-Genre mit Visual Storytelling. Anfang der 90er feierten Comics eine Renaissance und das Spiel schafft es, eine stimmige Zeichentrickwelt vor unseren Augen erscheinen zu lassen. Neben den Keilereien kann der Spieler auch mit verschiedenen Objekten interagieren, welche sich in einigen Comicfenstern verbergen, um so zum Beispiel neue Wege freizuschalten. Das Spiel ist auch heute noch ziemlich einzigartig und unterhaltsam und bietet unterschiedliche Routen für einen erhöhten Wiederspielwert. Darius aus dem Hause Taito ist ein Baller-Klassiker, der nie für das Mega Drive erschienen ist. Dieser Port wurde extra für das Mega Drive Mini in Auftrag gegeben und was man bisher so sehen kann, es scheint ein klasse Port geworden zu sein. Ich zeige euch hier Darius auf der PC Engine CD-ROM, weil mein Mega Drive Mini ist noch nicht da. Darius hat einen super tollen Soundtrack von Taitos eigener Hausband Sumtata. Und was noch bemerkenswert ist, alle Endgegner und Bosse sind Fische oder zumindest Frutti del Mare. Hier ein weiterer Charakter, abseits von Dr. Mario, der angeblich promoviert hat.
Dr. Robotniks böse Bohnenmaschine ist die westernized Version des Puzzle-Klassikers Puyo Puyo. Die Anleihen an Tetris, dessen Hype immer noch stark war 1993, sind kaum zu übersehen. Es hat aber auch einen ganz eigenen Niedlichkeitsfaktor. Auch hier bringt das Auslösen von Kettenreaktionen nicht nur eine Menge Punkte, nein, es pflastert auch das Spielfeld eures Mitspielers zu und macht seinen Tag um einiges unschöner. Wer lieber Puyo Puyo anstelle Dr. Robotnik spielen möchte, ändert einfach die Systemsprache des Mega Drive Mini auf Japanisch zum Beispiel. Merkt euch aber gut, wie ihr das wieder zurückgestellt bekommt. Treasure lässt die Puppen tanzen in Dynamite Heady. Zum Entwickler Treasure erfahren wir später noch etwas mehr. Hier jedoch haben wir Dynamite Heady, eine Puppe, welche aussieht, den bösen Puppenkönig in seine Schranken zu weisen. Dynamite Heady ist begeisterter Headbanger und löst viele Aufgaben mit Köpfchen. Den Spieler erwarten hier schöne, abwechslungsreiche Levels, eine passende Musik und Gameplay sowie Design auf hohem Niveau. Für Freunde von guten Jump'n'Runs eine uneingeschränkte Empfehlung. Damals waren gut designte westliche Jump'n'Runs noch eher die Ausnahme, und bevor Rayman die Parade später weiter anführte, war es kein geringerer als Earthworm Jim, der die Spieler zu begeistern vermochte. In den folgenden kurzen Ausschnitten könnt ihr sehen, was euch alles erwarten kann. Hier hat eine Menge hervorragender Quatsch den Weg ins Spiel gefunden. Die tollen Animationen und Soundsamples tragen ihren Teil dazu bei. Die Levels sind abwechslungsreich gestaltet und es spielt sich auch heute noch großartig. Echo the Dolphin ist mehr als nur ein Delfinsimulator. Ich weiß, was links steht, aber irgendwas musste ich ja reinschreiben. In Echo the Dolphin erforschen wir eine große Unterwasserwelt, lösen Rätsel, achten auf unseren Sauerstoffhaushalt und haben einfach eine gute Zeit unter Wasser.
Echo the Dolphin ist als Spiel relativ einmalig und wurde auch für andere Konsolen umgesetzt. Eternal Champions ist ein Versus Fighter, der zu den Hochzeiten von Street Fighter 2 erschienen ist, wurde aber explizit nur für Heimkonsolen entwickelt. Die Kämpferriege besteht aus Kriegern unterschiedlichster Zeitepochen, die für die Chance kämpfen, den drohenden Untergang der Welt zu verhindern. Als weitere Anleihe erhält das Spiel sogenannte Overkills, vergleichbar ist mit den Fatalities aus Mortal Kombat. Die Grafik insgesamt ist gelungen, die Steuerung profitiert aber von einem 6-Button-Pad. In Japan flog das Sega Mega Drive bevor seinem Release eher unter dem Radar der Zeitschriften und der Fachpresse. Dies änderte sich, als Screenshots von Ghouls and Ghosts auftauchten. Der Automat war immer noch super populär in Japan und was die Bilder versprachen, sah nach einer sehr nahen Umsetzung aus. Sega entwickelte die Version in-house selber und erledigte dabei einen großartigen Job. Auch heute noch ist diese Version eine der besten Ports von Ghouls and Ghosts überhaupt. Sollte irgendwer diesen Titel bisher verpasst haben, ist jetzt die beste Chance, das nachzuholen. Und hier haben wir Golden Axe aus dem Jahre 1989 von Sega. Was wir noch haben aus dem Featured Fun Fact von Altered Beast, das Chicken Leg. Kommen wir aber nun zum Spiel selber, Golden Axe. Der Bösewicht Deathadder hat diverse Freunde oder Familienmitglieder unserer drei Helden getötet und so ziehen wir als kerniger Zwerg emanzipierte Amazone oder steroidbegeisterter Barbar los, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Zwischen den Levels rastet die Gruppe und wird dabei regelmäßig von Gnomen überfallen, die wir als Dank selber ausrauben. Die Geschichte wird dann hier auch im Verlauf auf der Karte weitererzählt. Das alles trägt zur tollen Atmosphäre des Spiels bei. Das Spiel ist eine weitere sehr gute Automatenumsetzung und lädt mit seinem 2-Spieler-Modus zu einer klassischen Runde Couch-Koop ein. Und hier haben wir Gunstar Heroes. Ein Titel, welcher das Entwicklerstudio Treasure in der Spieleindustrie erst so richtig bekannt gemacht hat. Treasure bestand zu dem Zeitpunkt aus einigen Ex-Konami-Entwicklern, die sich für mehr Freiheiten beim Spieldesign selbstständig gemacht haben. Bei Treasure war man sehr stark daran interessiert, ein Spiel für das Mega Drive oder eher dessen Motorola 68000er CPU zu entwickeln. Das Spiel war dank des tollen Gameplays, viel Action und der grandiosen Grafik ein voller Erfolg und wurde umgesetzt zum Beispiel für das Game Gear oder auch das Nintendo 3DS. Neben der guten Spielbarkeit war der Titel vor allen Dingen als technische Meisterleistung bekannt. In der Spielhalle Westside steht ein neuer VR-Killer-Automat und der Name ist hier Programm. Die AI in dem Automaten sperrt die Spieler ein und niemand anders als Kid Chameleon, der beste Spieler der Stadt, muss diesen Automaten und seine AI nun bezwingen.
Kid Chameleon sammelt dazu verschiedene Helme ein, welche ihm unterschiedliche Fähigkeiten verleihen. In Landstalker werdet ihr mit einer tollen Intro ins Spiel eingeführt. Landstalker, die Schätze von König Nolo, ist ein isometrisches Action-RPG, welches von Climax Entertainment für Sega entwickelt wurde. Wir spielen den Schatzsucher Nils, den ihr hier hüpfen sehen könnt. Ich könnte auch noch viel über das Spiel erzählen, allerdings wird die Story da gerade so gut erzählt, da lehne ich mich zurück und genieße sie mal mit euch. Light Crusader ist ein weiteres isometrisches Action-RPG, das für das Sega Mega Drive von Treasure entwickelt wurde. Die Geschichte dreht sich hier um den bösen Zauberer Ragnoroke, der erzürnt darüber ist, dass die Königin seinen Heiratsantrag verschmäht hat. Wir starten mit unserem Helden in einem kleinen Dorf, wo mehr und mehr Bewohner spurlos verschwinden und das auch rein zufällig ein Q-Level hat. Mega Man The Wily Wars ist physikalisch als Modul nur hier bei uns in Europa erschienen. In Amerika wurde der Titel über den Sega Channel online vertrieben. In Japan hieß das gute Stück Rockman. Rockman hin, Mega Man her, das ist auf jeden Fall der erste Auftritt von Mega Man auf einer Sega-Konsole. Und es sieht so aus, als wenn Capcom ein, zwei Probleme hatte mit der Umsetzung. Berichten zufolge gibt es wohl ein, zwei Slowdowns, ich selber habe keine gesehen, ich bin auch nicht so weit gekommen. We'll be right back.
Fantasy Star 4 ist der krönende Abschluss einer Rollenspielserie, welche auf dem Master System ihren Ursprung nahm. Sega hat hier sehr viele Fanwünsche berücksichtigt, von unterschiedlichen Hintergrundgrafiken im Kampf, passend zur Lokation auf der Map, bis hin zur verfeinerten Kontrolle über das Spielgeschehen. Fantasy Star 4 bekam sehr gute Kritik. Grafik und Sound sind toll und es ist eins der besten aus der Fantasy Star Serie, wobei hier auch nur Teil 3 als schwarzes Schaf gilt. Bei Konami war man gar nicht begeistert, dass einige Ex-Entwickler sich selbstständig machen und ihnen zeigten, was man so alles aus dem Mega Drive herausholen kann, wenn man sie nur lässt. Ihr ahnt es bereits, hier handelt es sich um das Entwicklerstudio Treasure. Konami setzte also seine besten Leute daran, ein Spiel zu entwickeln, was es diesen Emporkömmlingen einmal so richtig zeigen sollte. Herausgekommen ist Contra Hardcore oder für uns Europäer schlicht Probotector. In Probotector steuern wir so crazy Figuren wie ein Werwolf oder einen kleinen Roboter. Es wird ein technisches Feuerwerk abgebrannt. Der Schwierigkeitsgrad ist aber durchaus knackig, da ihr nach einem Treffer zu Boden geht. Hier empfehle ich, die Sprachsettings des Mega Drive Mini auf Japanisch umzustellen. Ihr startet so die japanische Version des Spiels und könnt bis zu 3 Treffer einstecken, bevor ihr das zeitliche segnet. Merkt euch aber auf jeden Fall gut, wie ihr da hingekommen seid, weil ihr müsst die Sprache dann auch zurückstellen und das Menü ist natürlich auf Japanisch dann. Road Rash 2 von Electronic Arts bietet nun mehr von allem. Mehr Strecken, mehr Bikes, mehr Details und auch mehr Spieler-Action an nur einer Konsole. Das Ziel ist, bei illegalen Straßenrennen genug Preisgelder einzufahren, um mit besseren Bikes in härtere Ligen vorzustoßen. Dabei steht auch der Einsatz von Waffen gegen andere Rennfahrer oder Ordnungshüter auf der Tagesordnung. Shining Force erschien 1993 in Europa und legte für uns den Grundstein für alle kommenden Shining-Titel. Einer Prophezeiung folgend sollen alle 1000 Jahre Dämonen wieder auf diese Erde zurückkommen und nun liegt es an uns, dies zu verhindern. Nebenbei terrorisiert noch das Königreich von Runenfaust seine friedlichen Nachbarn und so schickt uns der König los, eine Gruppe zusammenzustellen, in die Welt hinauszuziehen, weitere Mitstreiter zu rekrutieren und Easter Eggs zu finden. Uns erwartet eine schöne Geschichte und taktisch herausfordernde Kämpfe. Eine klare Spielempfehlung. Shinobi 3 ist nach Revenge of Shinobi und Shadow Dancer das dritte Ninja-Spiel von Sega auf dem Sega Mega Drive.
Das Spiel übernimmt viele Anleihen aus dem ebenfalls großartigen Revenge of Shinobi, hat aber auch eigenständige Elemente. Die Zahl der Shuriken, oder auch Wurfsterne, ist weiterhin begrenzt und es können zusätzlich verschiedene Ninja-Zauber genutzt werden, die euch das Leben einfacher machen sollen. Shinobi 3 ist für viele Spieler eines der besten Spiele auf dem Mega Drive. Sonic the Hedgehog ist auch weiterhin der Inbegriff von Sega und hat damit seine Rolle als Maskottchen über die Jahre bestens erfüllt. Hier haben wir Sonics ersten spielbaren Auftritt, den er auch souverän hingelegt hat. Sonics Geschwindigkeit sorgte für offene Münder und Blast Processing war das Schlagwort der Stunde. Blast Processing ist Marketing-Sprech für den schnellen Direct Memory Access, welcher der CPU erlaubte, viele Daten sehr schnell umherzuschieben. Hier im folgenden zweiten Teil bringt Sonic seinen Kumpel Tails mit und mit ihm ein Zwei-Spieler-Splitscreen-Modus. Die Grafiken sind nun um einiges detailreicher. Sonic hat mehr Tricks auf Lager und das Spiel hat mehr Überraschungen für euch parat. Ein rundum verbesserter Nachfolger, der auf dem Mega Drive nur von Sonic CD noch knapp überboten wird. Sonic 2 war ein Riesenverkaufserfolg für Sega und beide Teile gehören in jede gute Mega Drive-Sammlung. Alle guten Dinge sind drei und das bringt uns auch schon zu Sonics dritten Auftritt auf Segas neuer Minikonsole. Sonic Spinball ist weder das schlechteste noch das beste Sonic- oder Pinball-Game auf dem Sega Mega Drive. Hier haben wir einen Titel, den wir für kurze Spielrunden immer wieder mal rauskramen können und für einige Runden gut ist. Die Spielfläche geht über einen üblichen Flipper hinaus und bringt auch einige Eigenheiten mit sich. Es lohnt sich hier ein wenig Entdecker zu spielen und zu schauen, was das Level so zu bieten hat. Space Harrier 2 ist ein weiterer Launch-Titel des Mega Drives und wurde sehnsüchtig von dessen Spielhallenfans erwartet. Die Atmosphäre und das Spielgefühl wurde sehr gut eingefangen, die Grafik aber gab Anlass zur Kritik, da sie im Vergleich zum Automaten doch etwas zurückfällt. Für einen so frühen Titel geht die Grafik aber durchaus in Ordnung und wie gesagt, das Spielgefühl stimmt total. Wer Space Harrier aus der Spielhalle mag, wird hiermit seine Freude haben. Wer jedoch bisher mit Space Harrier nichts anfangen konnte, ja, daran wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Get ready.
Ihr richtet gerne Kiefer her, habt aber keinen Bock auf ein Studium der Zahnmedizin? Kein Problem mit Street Fighter 2 Championship Edition. Nach einer gefühlten Ewigkeit bringt Capcom endlich ein Street Fighter 2 auf das Mega Drive. Was noch eine Premiere ist, es ist der erste Titel, den Capcom selbst programmiert hat. Alle anderen Capcom-Titel wurden in-house von Sega entwickelt. Das Spiel ist eine ziemlich gute Umsetzung, nur die Soundsample sind ein kleines bisschen bescheiden. Street Fighter 2 profitiert stark von einem Six-Button-Pad. Streets of Rage 2 ist ein weiterer Nachfolger, der alles besser macht. Und was an Musik im ersten Teil nicht zu überbieten war, wurde einfach rübergeholt in Teil 2. Kein geringerer als Musikvirtuose Yuzo Koshiro, welcher schon im ersten Teil die Musik beisteuerte, geht in dem Nachfolger vollends auf. Abseits der, ich wiederhole mich hier nur zu gerne, großartigen Musik haben wir hier auch größere Sprites, mehr Charaktere und Moves und eine detailreichere Grafik. Es ist aber auch das befriedigende Spielgefühl, wenn die Faust ins Gesicht des Kleinkriminellen klatscht, dass einem das Joypad nicht so schnell wieder aus der Hand legen lässt. Erneut überzeugt uns Sega 1990 mit einem In-House-Port eines Capcom CP1-Automaten. Strider. Die Umsetzung ist sehr nah am Spielhallenautomaten und wurde erst später vom Luxus-Heimcomputer Sharp X68000 übertroffen. Der kostete aber auch gleich so viel wie ungefähr 5 Mega Drives. In Strider ziehen wir als titelgebender Strider Hiryu los, um die Welt von einem bösen, außerirdischen Diktator zu befreien. Die Reise ist abwechslungsreich und führt uns durch den Kreml, ins ewige Eis, auf Luftschiffe und sogar auf Raumstationen. Strider kann Power-Ups aufsammeln, welche sein Schwert länger machen, oder eine kleine Drohne herbeirufen, welche sich dann auf die Gegner stürzt. In Super Fantasy Zone spielen wir das rote Raumschiff Opa Opa, der auszieht, seinen Vater, der nicht Opa 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 heißt, zu rächen und die Fantasy Zone vor den Invasoren zu schützen, die nichts mögen, was auch nur irgendwie bunt ist. Opa Opa muss pro Level fliegende Basen vernichten und diese werden für ihn auf dem Radar angezeigt. Eingesammeltes Geld kann für Mietwaffen im Shop ausgegeben werden, doch der Preis steigt nach dem einmaligen Erwerb. Nachdem alle Basen in einem Level abgeschossen wurden, erscheint der Levelboss.
Tetris. Naja, Tetris. Was soll ich da viel erzählen? Sollte tatsächlich irgendjemand Tetris nicht kennen, bitte hinterlasst einen Kommentar. Ich würde die Person gerne kennenlernen. Spannender ist vielleicht die Geschichte von Segas Mega Drive Tetris Port. Sega hatte die Rechte für Tetris in der Spielhalle und das war denen gut genug, das Ding dann für den Heimmarkt rauszubringen. Das fand Nintendo dann nicht so lustig, weil die haben explizit die Rechte für den Heimmarkt erworben und haben dann auch gegen Sega erfolgreich geklagt. Die Geschichte besagt, dass zwischen 8 und 12 Module nicht rechtzeitig aus den Läden zurückgeholt wurden und tatsächlich verkauft wurden. Diese erzielen heute super hohe Preise auf eBay. Was ihr hier seht, ist übrigens die original alte Tetris Mega Drive Version. Die neue Version fürs Mini soll leicht aufpoliert worden sein. The Story of Thor ist der europäische Name dieses Spiels, im Rest der Welt als Beyond Oasis bekannt. Der internationale Titel passt irgendwie auch besser. Anstelle einer nordischen Gottheit spielen wir Prinz Ali in einem Setting wie in Tausend und einer Nacht. Wir kehren in diesem Action-Rollenspiel gerade von einem weiteren Abenteuer zurück, in dem am Ende eine ganze Insel versenkt wurde, als plötzlich das Dorf angegriffen wird. Es ist dann auch eine Freude, die Angreifer zu vermöbeln. Grafik und Sound passen sehr gut zum Geschehen. Das Spiel ist wohl am ehesten das, was man vielleicht ein Zelda auf dem Mega Drive nennen könnte. Thunder Force 3. Ein hervorragendes Ballerspiel. In meiner Hitliste mindestens Top 3 auf dem Mega Drive. Nur ein Jahr nach dem guten Thunder Force 2 erscheint der durch die Bank verbesserte Nachfolger. Entfernt wurden die Overhead Stages aus dem zweiten Teil, den haben die meisten Spieler eh nicht gemocht oder gerafft. Dafür bekamen wir beeindruckende Extrawaffen, riesengroße Endgegner und der treibende Soundtrack katapultiert den Titel in den Shooter-Olymp. Ihr glaubt, ich übertreibe? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Der Titel wurde in einer Remix-Form als Thunder Force SE vom Mega Drive in die Spielhalle gebracht. Normalerweise läuft das ja andersrum. Thunder Force 3 lässt sich gut mit ein wenig Übung durchspielen, extra Leben sind nicht schwer zu bekommen und es gibt sogar einen interaktiven Abspann. ToeJam & Earl sind ein Duo aus Highly Funky Aliens from Outer Space. Oder um genauer zu sein, vom Planeten Funkotron. Unglücklicherweise ist Earl nicht der beste Pilot, den Funkotron je gesehen hat, und es gab ein kleines Problem mit einem Frontalcrash, einem Asteroiden und einer harten Crashlandung auf der Erde. Unsere beiden Highly Funky Aliens durchsuchen nun die Erde, wie sie wohl für Aliens aussehen mag, nach abgefallenen Wrackteilen, sammeln Geschenke ein und schlagen sich mit den Einheimischen herum.
Vectorman ist ein technisch ausgereifter Titel, welcher 1995 spät für das Mega Drive erschienen ist. Wir schreiben das Jahr 2049 und die gesamte Menschheit hat den total verdreckten Planeten verlassen und ist ausgeflogen, um im Weltraum ihr Glück und eine neue Heimat zu finden. Zurückgelassen wurden Orbots, welche das Schlamassel nun aufräumen dürfen. Bei diesen Aufräumarbeiten wird einer der kommandierenden Orbots versehentlich mit einer Nuklearrakete vernetzt und wird total bekloppt. Sein neuer Name: Warhead. Sein Ziel: Menschen abknallen, die der Erde zu nahe kommen. Wir spielen Vectorman, der letzte Orbot, der nicht bekloppt geworden ist, in seinem Abenteuer Warhead aufzuhalten. Virtua Fighter 2 ist ein klasse 3D vs. Fighter, der hier seinen Weg auf das Mega Drive fand. Die Grafik ist hier nun komplett in 2D, was aber auch nicht verwunderlich ist. Virtua Fighter 1 brauchte das 32X Zusatz-Add-on, damit es überhaupt auf dem Mega Drive spielbar war. Gameplay und Moves orientieren sich am Original, doch die Frage bleibt, was Sega geritten hat, den Titel in 2D auf die Mega Drive rauszubringen. Es ist ein guter Versus Fighter, der ausnahmsweise kein Stück von einem 6-Button-Pad profitiert. Wonder Boy in Monsterland ist ein Fantasy-Metroidvania, das mit seinen tollen, farbenfrohen Grafiken und zeitlosem Spielprinzip auch heute noch begeistern kann. Erneut ziehen wir los, die Prinzessin und das Königreich zu retten, verbessern dabei unterwegs unsere Ausrüstung und stellen uns neuen Gefahren in fremden Ländern. Unbedingt anspielen! Wonder Boy in Monsterland 4 wurde sehnlichst von der Fangemeinde erwartet, erhielt aber seinerzeit keine englische Übersetzung. Das holten erst viele Jahre später Fanhacks und dann irgendwann Sega selber nach. Wonder Boy ist diesmal ein Mädchen und hat ihre Familie und ihr Dorf hinter sich gelassen, um die Welt zu erkunden. Das Spielsetting geht hier nunmehr Richtung Aladdin und die 40 Räuber und verleiht dem Ganzen einen frischen, exotischen Anstrich. Thank you.
World of Illusion, starring Mickey Mouse and Donald Duck, ist der offizielle Nachfolger von Castle of Illusion im vorderen Teil dieser Spielevorschau. Die grafischen Details wurden weiter nach oben geschraubt und man kann mit Mickey, Donald oder allen beiden im Zweispieler-Modus losziehen. Der Einzelspielermodus spielt sich unterschiedlich, je nach Auswahl. Donald hat es hier etwas schwerer. Im Zweispielermodus hingegen liegt der Hauptfokus auf Kooperation. Häufig müsst ihr Dinge zusammen angehen, um weiterzukommen. Und das war sie dann auch schon, unsere Sega Mega Drive Mini Titelvorschau. Alle 42 Titel wurden von meinem Mega Drive 1 gecaptured, mein Mega Drive Mini scheint noch im Zoll zu sein. Egal, bei den 42 Titeln sollte für wirklich jeden etwas dabei sein. Das ganze Video war doch etwas aufwendiger, ich würde mich freuen, wenn ihr in der Kommentarfunktion mich wissen lasst, ob ihr Kritik, Feedback oder Vorschläge habt. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich über einen Thumbs up, Daumen hoch sehr freuen.